Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht's ums Spülen. Ja, die Toilette runterspülen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen heute uns mit Flushing beschäftigen. Und Flushing ist tatsächlich was man relativ häufig braucht. Stellt euch das Ganze so vor, wir löschen das jetzt einfach mal hier alles. Und zwar, wir haben irgendeine Datei F. Und ja, wie wir die erstellen, haben wir schon alles gemacht. Und jetzt schreiben wir hier in einer Schleife einfach immer A zurück. Das heißt, while true, schreiben wir A. So, und was jetzt passiert ist, wir schreiben A, wir schreiben A, wir schreiben A die ganze Zeit. Aber in eurer Datei werdet ihr einfach das sehen, in manchen Sprachen zumindest, oder manchmal wird euch das passieren. Und ich möchte, dass ihr dann natürlich auch wisst, was man dann machen muss. Das heißt, sagen wir einfach mal, man liest nichts, also man hat einfach nichts in der Datei drin, sprich sie ist einfach leer und was man dann braucht, ist ein Flush. Jetzt möchte ich euch aber trotzdem noch erklären, warum das Ganze so funktioniert. Das heißt, sagen wir einfach mal, wir erstellen hier oben einen Counter, eins drüber natürlich, int i gleich 0. So, und dann sagen wir hier i++ und wenn i, also wir müssen das nicht jedes Mal machen. Wir sollten Flushing möglichst selten betreiben, immer nur, wenn wir was wirklich sehen wollen. Wenn i zum Beispiel modulo 1000 ist, dann sagen wir f.flush. So, und was dieses Flushing jetzt bedeutet ist, es wird einfach alles, was im Buffer ist, wird geschrieben tatsächlich endlich mal in die Datei. Das heißt, ihr habt jedes Mal, wenn ihr irgendwo hinschreibt, und ein ganz spezielles Beispiel ist Print, das Ding hat auch manchmal einen Flush, das heißt, oder ein Buffer im Endeffekt. Das heißt, was ihr hier habt, ist, ihr habt ein Stück Speicher bei euch reserviert und der beinhaltet nur das, was in die Datei später geschrieben werden soll. Warum schreibt man später? Naja, Datei öffnen und reinschreiben ist eine relativ kostbare Option. Das bedeutet, man muss den Datenträger so ausrichten, dass man gerade an diese Stelle kommt. Und ja, hier rede ich jetzt wirklich von der Hardware. Das passiert alles, ohne dass ihr es mitbekommt. Aber man muss es eben, oder es wird eben trotzdem gemacht. Das bedeutet, es dauert eine Weile, bis dieser Datenträger ausgerichtet ist, sodass ihr eben hier diese Write-Operation durchführen könnt. Und deswegen denkt sich so ziemlich jede Programmiersprache, spare ich mir das mal, ich lege mir einen Buffer an und habe diesen Buffer dann bei mir irgendwo in meinem Arbeitsspeicher, da kostet mich das fast gar nicht, wenn ich einen Arbeitsspeicher reinschreibe, das geht in 0,00 irgendwas Sekunden. Und ich schreibe immer nur regelmäßig, wenn mal geflasht wird. Das heißt, wenn ich hier diesen Spülaufruf gebe, dann wird einfach alles, was im Buffer drin ist, also in unserem Fall 1000 A's, werden tatsächlich hier rausgeschrieben. Und hier sollte ich vielleicht noch zur Deutlichkeit gleich 0 oder gleich 1 reinsetzen, ist eigentlich egal. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, ich speichere mir das alles sozusagen lokal in meinen Arbeitsspeicher. Und wenn dieses Flush aufgerufen wird, dann wird alles, was in meinem Speicher rumgammelt, wird alles rausgeschrieben in die Datei. Und es ist dann tatsächlich auch da. Und ich habe trotzdem Speicher bzw. Leistung gespart, weil ich ja hier mit dem Buffer gearbeitet habe. Würde ich das mit dem Buffer nicht machen, würde ich sozusagen jedes Mal hier flushen. Das kann ich natürlich auch machen, das wäre dann in etwa so. Und was ich dann aber habe, ist, ich muss jeden Buchstaben einzeln ausgeben. Das heißt, es geht schon jeder While-Durchlauf geht hier, naja, schon so seine Zeit länger. Also bei einer langsamen Festplatte vielleicht so 100 Millisekunden oder sowas. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann komme ich da, okay, vielleicht keine 100 Millisekunden, aber 10. Und wenn ich das 1000 Mal mache, dann komme ich aber trotzdem auf über eine Sekunde. Und das ist natürlich dann ungünstig. Weil, ja, man möchte natürlich so viel Zeit sparen, wie man kann, deswegen sollte man so selten flushen, wie man es tatsächlich auch braucht. Also vielleicht immer in jedem tausendsten oder zehntausendsten Durchlauf, kommt natürlich auch immer auf euer Programm drauf an, wie häufig ihr dann irgendwie durch eine While-Schleife durchläuft oder wie viel ihr tatsächlich ausgeben wollt, wie dringend ihr den Output dann wieder weiterverarbeiten wollt. Wenn man das Programm beendet, also wenn das Programm wirklich durchgelaufen ist, dann wird automatisch geflusht. Das heißt, da müsst ihr normalerweise nichts machen. Okay, ja, das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch dieses Mal zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.